Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, ich begrüße euch beim amerikanischen Truck Simulator. Und es geht weiter mit der Schwerlasttransporttour. Wir haben bald das Ziel erreicht. Hier mit dem schönen Trailer Siemens Trafo, ja, 70 Tonnen. Und ich habe ja beim letzten Video schon gesagt, beim nächsten Mal, weil ja die Schwerlasttransporttour bei euch ja eigentlich ganz gut ankommt, möchte ich nochmal sowas machen hier beim amerikanischen Truck Simulator. Und da war für mich erst ja die Frage natürlich, wollen wir die nächste Tour mit einem anderen schweren Teil? Aber da will ich erstmal nicht sagen, um was es sich da handelt. Ich sage nur Mammut. Ja, kann natürlich ein Panzer sein, kann natürlich alles andere sein. Gut, alles klar, wir fahren jetzt so weiter hier. Rutscht. Dann geht es darum, soll ich diesen Freiliner fahren? Komme ich rum? Komme ich rum? Komme ich rum? Naja, gut, alles klar, läuft. Ob ich diesen Freiliner nochmal nehmen soll? Oder soll ich ein Canvas, ja, W900 und 8 nehmen oder ein Peterbilt 389. Dann könnt ihr jetzt quasi mitentscheiden, welches Vehikel ich nehmen soll. Wir gucken uns mal die Werbung an. Coca-Cola, Pizza Hut und hier noch andere Sachen, die mir weiter nichts sagen. Gut, das ist auf jeden Fall die Sache, wo ihr dann quasi mit abstimmen könnt, welche ja, Version ich denn nehme. Man kann ja hier bei YouTube ein bisschen abstimmen und ja, das ist ein schönes Feature. Da brauche ich nicht diese externen Seiten, sagt mir aber nicht haargenau, wie viel jetzt wo abgestimmt haben. Es sieht ja nur die Prozentzahl, aber um da einen gewissen Indikator zu haben, ist das ganz optimal. Weil ich will. Möchte ja mit euch zusammen agieren, eure Wünsche, die ihr habt, ein bisschen berücksichtigen und dass wir dann alle gemeinsam Spaß haben, so wie ich das auch schon mal gesagt habe, bezüglich dem sogenannten Steam Stream. Das habe ich ja auch schon gesagt, dass ich das doch jetzt ein bisschen mehr als sonst forcieren möchte. Ist ja auch leicht, hab's ja auch nie gemacht. Oh, wir müssen bremsen. Ei, das war aber. Die haben funktioniert. Da unten ist FedEx. Bei uns, wie gesagt, wurden der DHL rumfahren. Weiß gar nicht, ist in Amerika eigentlich auch DHL so unterwegs? Oh, schöner verchromter Trailer. Den bin ich auch schon mal gefahren. Hier nochmal die Polizei, ne? War, glaube ich, Polizei, ne? Undercover. Oh, wir können ja fahren. Nicht, dass sie wieder hupen wie Sau. So, ich gebe erstmal ein bisschen Gas. Gas loslassen, lenken. Oh, ich habe es ja gesagt, ne? Wenn ich lenke und Gas gebe, dann schiebt der vorne ganz schön über die Vorderachse. Untersteuern war das, glaube ich, ne? Ja, untersteuern hat einer geschrieben. Sollte das sein. Sowas gefällt mir, wenn mitgemacht wird. Dann war auch ja, nicht zum ersten Mal wieder eine Frage, falls er das sieht. Ich habe doch hier den Maximus drin als Nummernschild. Habt ihr das gesehen? Pass auf, nochmal für Blinde, ne? Hier, Nummernschild Maximus Kalifornien. Das bedeutet, wenn ihr das Spiel startet, seht ihr doch immer sowas wie online anmelden etc. Das ist dieses World of Trucks. Wenn ihr euch dort oder wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr euer Nummernschild auf der Website ändern. Da gebt ihr euren Namen ein und das wird dann auch auf dem LKW gezeigt. Der Name oder ihr habt halt irgendwie 0815 als Nummer. Könnt ihr ja gerne auch machen. Aber so ist die einfache Verfahrensweise, ist natürlich auch beim ETS so. Und deswegen
kann man das auch beim ATS so machen. Ja, sollte alles kein Problem sein. So, Mopedfahrer. Oh, richtiger Rocker, ey. Uiuiuiui. Ja, geht aber ab hier. So, jetzt werden wir hier abbiegen. Oh, fahre, Mensch, du Ei. Hier, ist aber eine schmale Straße hier. Hier überholt mich aber keiner. Nee. Ja, wirst du mich jetzt hier überholen? Es gibt auch immer wieder ein paar Leute, die lernen es nicht. Ja. Genau du. So, hier mal wieder versuchen, hier auf die Straße zu kommen. Mann. Und da vorne sehe ich schon das Ziel. Das ist aber noch ein ganz schönes Stück, muss ich sagen. Boah, hat der mich jetzt erschrocken hier. So, komm, zieh jetzt einfach. Zieh. Ey, wo kommt ihr denn alle her? Oder wo wollt ihr hin? Alter, das kann ja wohl nicht... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du wirst ja jetzt nicht hier überholen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ah, wie rotzfrech der aber auch ist da hinten, ne? Guckt euch das an hier. Bleibt doch mal ganz ruhig, Johnny. Fährst du mir in den LKW? Gib's bei die in die Backen, ey. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mann. Das ist hier. Guck mal hier. Ihr seht gar nicht. Der sieht gar nicht, ob da irgendwas kommt, ne? Aber der muss hier versuchen zu überholen. Ich habe hier andere Sorgen. Ich muss hier diesen LKW heile und die Lieferung anbringen oder zurückbringen. Der macht hier ihn auf Kernel mit seinem LKW. Hier ist er voll der Überhol-Terror hier. So. Mann. Es gibt auch wieder Leute. Genießt man einfach mal schön die Natur hier. Ja, jetzt macht er sich Gedanken, ne? Na, guck mal, Andi. Wie ich jetzt hier Gas gebe. Ohne irgendwie... Ah, ich bin so glücklich da. Einparken. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Der ist mir einfach zu schwer. Das macht sie mit den Lenken überhaupt nicht. Ihr wisst ja, ich parke ja zu gerne ein. Oh, aber merkt auch richtig, wie der vorne versucht wegzudrücken, den LKW. Der schiebt massiv, ey. So, bisschen abbremsen hier und dann mal hier blinken. Alles okay. Eieieiei. Ah, jetzt will er wieder nicht rum, das Osterei. Na? Das machen wir ein bisschen anders. Ach, der schiebt sich immer noch vorbei. Was ist denn eigentlich das für eine Firma? Da werden wir ihn gleich mal ankacken. Aha, Texon, ne? Texon oder Texan? Na, irgendwas mit T. Das läuft so nicht. Was ist denn mit dir, Johnny? Fahr doch einfach mal. Ich muss zurücksetzen. Oh, hier, schöner Porsche hier. So, jetzt. Ah, ich krieg die Karre nicht rum. Na, die werden sich hier schon. Die lachen schon alle hier, wie ich fahre. So was, ey. War ja wieder
köstlich, was ich hier abgeliefert habe. So. Ah, wir haben es geschafft. Bestätigen. Verspätet. Ach, hör auf. Aber nur 1000 noch was und ja, neues Level. Das bedeutet, wir können was Neues machen. Und Sprit sparen machen wir nicht. Wir werden just in time oder wollen wir hier? Wir machen hier das alles komplett fertig, ja? Gut. Das soll es dann aber erstmal gewesen sein. Es hat auf jeden Fall eine ganze Menge Nerven gekostet. Na, was ist da hinten? Ja, los, die Vögel da hinten. Aha. Aber wir sind auf jeden Fall angekommen, haben doch nicht so viel Minus gemacht. Und beim nächsten Mal werden wir mal sehen, welchen LKW wir hier nehmen. Wie gesagt, entweder diesen LKW nochmal mit einer anderen, ja, Lackierung. Ja, da würde ich auf jeden Fall ein bisschen Geld sparen, weil ich habe ja momentan 82.000. Das ist ja nicht so doll. Sonst muss ich mir was einfallen lassen. Also wieder, ja, zwischendurch fahren, ne? Und dann als zweites den Kenworth W908 oder halt den Peterbilt 389. Mit den Worten, macht der Maximus jetzt einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.